genommen, den Raum verlassen und uns alle auf einen Drink eingeladen. In den 80er Jahren zeichnen sich erste Auswirkungen von Margaret Thatchers Wirtschaftspolitik ab. 3,5 Millionen Briten sind arbeitslos. Die Gewerkschaften waren durch den Verfall der Industrie schwer angeschlagen. Die Arbeitslosigkeit war extrem hoch. Kaum etwas wurde dagegen unternommen. Die Armen hatten damit zu leben. Sie waren arbeitslos, aber leider, Sie wissen ja, schuld waren sie selbst. Setz dich auf dein Fahrrad und tu etwas dagegen. Margaret Thatcher privatisiert staatliche Industriebetriebe wie Gas und Telefon, um die Staatsschulden zu reduzieren. Die Mieter in sozialen Wohnsiedlungen können ihre Wohnungen nun kaufen. Ihre Politik ist umstritten, doch jene, die Geld haben, bekommen die Chance, Hausbesitzer oder Aktionäre zu werden. 1986. Michael Heseltine hat sich in seiner dreijährigen Amtszeit als Verteidigungsminister zu einem mächtigen Konkurrenten für Margaret Thatcher entwickelt. Von Anfang an misstraute Margaret Thatcher Michael Heseltine. Bei der Übernahme eines britischen Hubschrauberherstellers eskaliert der Konflikt. Michael Heseltine bevorzugt ein europäisches Angebot, Margaret Thatcher ein amerikanisches. Der darauffolgende Disput führt zu Michael Heseltines spektakulärem Abgang im Jänner 1986. Es wäre falsch, in diesem Moment etwas zu sagen. Ich trete zurück und werde mich später dazu äußern. Ein mächtiger Rivale verlässt die politische Bühne. Trotz aller Turbulenzen gewinnt Margaret Thatcher im Mai 1987 ein drittes Mal die Wahlen. Russland befindet sich im zweiten Jahr von Perestroika und Glasnost. Mit der Einführung der Reformpolitik erlangt der nunmehrige Vorsitzende der KPDSU, Michail Gorbatschow, die Sympathie der Eisernen Lady. Er ist ein Kommunist, mit dem man verhandeln kann. Margaret Thatcher präsentiert sich als Vermittlerin zwischen der Sowjetunion und den USA. Gorbatschow wusste, wie standfest sie ist. Sie hat zum Ende des Kalten Krieges viel beigetragen. Im Gegensatz zu ihren Beziehungen zu Russen und Amerikanern ist Margaret Thatchers Umgang mit den europäischen Ländern nicht gerade von hoher Diplomatie gekennzeichnet. Mit der EU steht sie auf Kriegsfuß. Als 1957 sechs Staaten die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG gründen, gehört Großbritannien nicht zu den Unterzeichnern. 1973 tritt Großbritannien der Europäischen Gemeinschaft bei. Margaret Thatcher gehört zu jenen, die den Beitritt unterstützen. Doch dann ändert sie ihre Meinung. Ich glaube nicht, dass Margaret Thatcher die Europäer respektiert. Sie findet sie nicht besonders sympathisch. Beim EU-Gipfel in Frankreich im Jahr 1984 erreicht Margaret Thatcher mit dem legendären Satz »Ich will mein Geld zurück« den bis heute gültigen Britenrabatt. Die Rückzahlung jener Beträge, die Großbritannien mehr in den europäischen Topf einzahlt, als es in Form von Subventionen erhält. Sie war sehr aggressiv. Helmut Schmidt mochte die schrille Art, wie sie ihr Geld zurückforderte, nicht. Er streckte sich auf seinem Stuhl aus und schloss die Augen. Sie sagte Dinge, die sich kein anderer Regierungschef getraut hätte. Sie war vollkommen ungeniert. Mit Jacques Delors, Präsident der Europäischen Kommission, teilt sie die Vision von einem Europa ohne Handelsgrenzen. Erst begrüßt sie den Abbau sämtlicher Handelsschranken, dann erscheint ihr die vom EU-Kommissionspräsidenten vorangetriebene einheitliche europäische Akte plötzlich als Bedrohung der Souveränität der einzelnen Staaten. Schließlich unterzeichnet sie doch. Par conséquent,
Einen Moment lang hat sie überlegt, ob sie unterzeichnen soll oder nicht. Die Sitzung wurde kurz unterbrochen. Dann kam sie zurück und akzeptierte definitiv die einheitliche europäische Akte. Die Aussicht auf einen großen gemeinsamen Markt, der im Einklang mit ihrer Wirtschaftspolitik steht, erschien ihr wichtiger als die paar Konzessionen, die sie machen musste. Sie wusste ganz genau, was sie unterschrieben hatte. Es war kein Verzicht auf Souveränität, es war ein gut überlegter Kompromiss. Kurz danach bezichtigt sie Jacques Delors der bewussten Täuschung. Wir haben den Einfluss des Staates nicht erfolgreich zurückgedrängt, um ihn auf europäischer Ebene durch die Vorherrschaft eines europäischen Superstaates von Brüssel aus wieder gestärkt zu sehen. Ihr Zickzackkurs in der Europapolitik verärgert ihre eigene Regierung und spaltet die eigene Partei. Mit katastrophalen Folgen. Ihre ältesten Verbündeten und ihre Minister sind sauer. Die Wirtschaft ist schwer angeschlagen. Die Inflationsrate steigt. Die Zinsen haben sich innerhalb eines Jahres beinahe verdoppelt. Schatzkanzler Nigel Lawson meint, durch einen gemeinsamen Währungskurs die Inflation in den Griff zu bekommen. Doch die Premierministerin lehnt jede weitere Verflechtung mit Europa ab. Ich bin gegen eine gemeinsame Währung. Sie ist bereits einmal kollabiert. Mir war klar, dass der tiefe Graben zwischen der Premierministerin und dem Schatzkanzler keine Übertreibung war. Keine Regierung hält so etwas lange aus. Mai 1989. Margaret Thatcher ist seit 10 Jahren im Amt. Die Beziehungen zwischen der Premierministerin und ihren beiden Ministern Geoffrey Howe und Nigel Lawson erreichen einen Tiefpunkt. Kurz vor einem Gipfeltreffen der EU fordern beide Großbritanniens Beitritt zur Europäischen Währungsunion. Wütend setzt sie Geoffrey Howe als Außenminister ab. Sie dachte, er hätte schon zu viel Zeit mit den anderen europäischen Außenministern in der Sandkiste gespielt und sei deshalb von ihnen infiziert worden. Das war ein Schock, weil man mich in dem Glauben beließ, dass so etwas niemals passieren wird. Sie hat mich niemals mehr ins Vertrauen gezogen und mich zunehmend isoliert. Dann geht Nigel Lawson. Die Differenzen zwischen ihm und Margaret Thatcher in der europäischen Währungspolitik führen zum freiwilligen Rückzug des Schatzkanzlers. Ich glaube, Nigel hat eine Ausrede gesucht wegen der Inflation, die er geschaffen hat. Margaret Thatchers Popularität erleidet unter dem Abgang ihrer beiden Minister einen schweren Schlag. Ihren nächsten großen Fehler macht sie beim Fall der Berliner Mauer im November 1989. Sie setzt sich vehement gegen die Wiedervereinigung von Deutschland ein und warnt eindringlich vor einer neuen europäischen Supermacht. Sie hoffte auf Rückenstärkung und betonte die Gefahr einer deutschen Wiedervereinigung. Sie forderte Widerstand, doch sie bekam ihn nicht. Die nicht vorhandene Kompromissbereitschaft führt zwangsläufig zu Konflikten und Spaltungstendenzen. Ihre engsten Verbündeten wenden sich ab. Zur selben Zeit führt die nun bereits seit mehr als einem Jahrzehnt amtierende Premierministerin die Kopfsteuer ein. Alle Briten sollen ungeachtet ihrer persönlichen Verhältnisse denselben Steuerbetrag abführen. 18 Millionen Briten weigern sich, die Steuer zu zahlen. Es kommt zu gewalttätigen Protesten. Ich erklärte Margaret Thatcher, dass der König in seinem Schloss genau dasselbe bezahlen muss wie der Bauer in seiner Keusche. Sie sagte nur, das ist nicht wahr. Whereupon Mrs. Thatcher arched, I think is the only term, and said, that is not true. Die Einführung der Kopfsteuer ist der Anfang vom Ende ihrer Amtszeit. Die schwersten Ausschreitungen seit einem Jahrzehnt erschüttern London. Im ganzen Land finden Demonstrationen statt. Doch der Protest richtet sich nicht nur gegen die Kopfsteuer. Er ist die Antwort all jener, die sich seit Jahren von der Politik Margaret Thatchers benachteiligt sehen.
Auch die beiden neuen Minister, Schatzkanzler John Major und Außenminister Douglas Hurd, befürworten einen Beitritt zur Europäischen Währungsunion. Margaret Thatcher kann sich den Abgang weiterer Minister nicht leisten. Doch sie ist zornig, kritisiert Europa und die Politik der EU und attackiert Jacques Delors. Der Präsident der EU-Kommission, Herr Delors, äußerte bei einer Pressekonferenz, dass das Europaparlament das demokratische Gremium der Gemeinschaft sein soll. Er will, dass die Kommission die Regierungsgeschäfte führt. Jeffrey Howe saß neben ihr und in seinem Gesicht stand der Zorn geschrieben. Er war wirklich bestürzt. Ich war geschockt und hatte das Gefühl, dass unsere Stellung in Europa vollkommen ruiniert war. Zuerst konnte ich es gar nicht glauben. Zwei Tage danach erklärt Jeffrey Howe, ihr am längsten dienendes Kabinettsmitglied, seinen endgültigen Rücktritt. Die Haltung der Premierministerin zu Europa ist ein wachsendes Risiko für die Zukunft unseres Landes. Die Worte waren tödlich. Jeder einzelne Satz traf exakt den Punkt. Jetzt müssen andere überlegen, wie sie auf diesen tragischen Loyalitätskonflikt reagieren, gegen den ich viel zu lange angekämpft habe. Am Tag danach wagt sich der ehemalige Verteidigungsminister Michael Heseltine aus der Deckung. Er fordert Margaret Thatchers Job und kündigt an, sich als Parteiführer zu bewerben. Ich habe den Fraktionsführer und den Vorsitzenden des Wahlkomitees informiert, dass ich als Kandidat zur Verfügung stehe. Zwei Tage vor den Wahlen reist Margaret Thatcher zu einem europäischen Sicherheitsgipfeltreffen nach Paris. Sie bekommt nicht genügend Stimmen und geht in eine zweite Runde. Am darauffolgenden Tag kehrt sie nach London zurück. Ich versuchte ihr zu erklären, dass sie keinerlei Chance hatte. Kein General kann kämpfen, wenn er keine gute Armee hinter sich hat. No general can fight without a really good army behind. Am nächsten Tag tritt sie zurück. You don't take a decision like that. Niemand trifft eine solche Entscheidung leichtfertig, ohne dass einem das Herz bricht. Kurz danach steht sie dem Oppositionsführer im Unterhaus gegenüber. Ihr Auftritt bei dieser letzten Debatte war wahrscheinlich ihr allerbester. Wenn der Rhetorik der ehrenwerten Herren die Luft ausgelassen wird, was bleibt davon übrig? Es gab keine alternative Politik, trotz vieler undurchsichtiger Worte. Sie war unvorbereitet und hatte sich nur ein paar Notizen gemacht. Aber sie war fuchsteufelswild und es war ihr völlig egal, was sie sagte. Sie wollte den Tories nur beweisen, welchen riesen Fehler sie gemacht haben. Und das machte sie gut. Nach 11,5 wunderbaren Jahren verlassen wir jetzt Downing Street. Wir freuen uns, dass wir Großbritannien in einem viel besseren Zustand hinterlassen, als wir es vor 11,5 Jahren übernommen haben. Margaret und Dennis Thatcher lassen sich in der Nähe eines Golfplatzes im Süden von London nieder. Die ehemalige Premierministerin wird zur Baroness geadelt und erhält einen Sitz im Oberhaus. Von dort setzt sie ihren Feldzug gegen zu enge Bindungen an Europa fort und poltert gegen die Regierung ihres Nachfolgers John Major. Die Vorstellung, dass sie plötzlich ein Schweigegelübde ablegt und ihre Meinung nicht mehr kundtut, schien mir schlichtweg lächerlich. Das war absolut unmöglich. Margaret Thatcher ist eine jener wenigen politischen Leitfiguren, die ihre Zeit und ihr Land nachhaltig verändert haben.